Ja, und ich bin's wieder, Kesonai Hara, hier mit meinem Let's Play von Ghost Trick Phantom Detective. Und ja, ist schon eine tricky Situation, in der wir gerade stecken. Vor allem, was hier diese ganze Lichter-Scheiße da angeht. Bin noch zu weit weg. Ganz toll. Einmal kurz verhindern. Und jetzt... Da ist ja noch ein Licht. Es können nicht alle drei Lichter gleichzeitig an sein. Also wie wäre es dann, wenn hier das eine aus ist? Ah, das hat man gar nicht bedacht. Also ich habe das nicht bedacht. Ja, hinterfrag's nicht. Ah, die ganzen Sachen hier von damals. Schirm, Schranke. Container, der Haken. Ja, lol. Aber das ist, glaube ich, noch nicht, was ich erledigen sollte. Oh, Junge, geh mal schnell weiter. Bitte, 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 bitte. Oh Gott. Jetzt aber schnell. Klapp! Ich hab doch jetzt ausgemacht. Oder nicht? Nicht. Ich verstehe es gar nicht. Und ehrlich gesagt, das ist mir jetzt zu riskant. Komm. Nee. Nee. Lieber alles, den einen Schritt noch mal ganz von vorne und... Ja. Ey, ich hasse es, in Zeitnot zu geraten. Ja, das hätten wir schon. Nein! So. Das hatten wir auch schon. In den Schlagstock rein. Zeit vergeht. Ach Mann. Okay, schnell. Wieder zu ihm.
Also der kommt so schnell nicht mehr auf die Idee. Okay, die Lichter sind jetzt alle an. Also da wird er nicht mehr angreifen. Aber hier. Hier bin ich ganz schön weit von meinem Ziel entfernt. Aber ich kann nicht den Teil im Scheinwerfer arbeiten. Egal mit meinen Fähigkeiten, wird dieser Schuss zum Kinderspiel. Der Oberkiller mag es anscheinend dunkel. Ich hätte ihm wohl gern den Gefallen, ihn in eine schöne dunkle Zelle zu sperren. Komm schon, Sissel, schnapp ihn dir! Warte mal, so wann bin ich denn ihr Gehilfe? Draufgeschissen. Aha! Dafür ist es! Ohohoho. Den haben wir erwischt! Hast du auch einen Schrei gehört? Ich sag doch, ich war's nicht! Das hat doch auch keiner behauptet. Da! Wir haben einen schönen dunklen Ort für unsere Mörder gefunden. Ich glaube, wir haben deinen Tod verhindert. Mal wieder. Oh, das hatte noch gefehlt. Oh, meine Fresse. Warum nicht, frage ich mich. Hä? Warum habe ich nicht auch solche Kräfte wie du? Wenn ich das könnte, was du kannst, könnte ich meinen Fall in Handumdrehen lösen. Warum also nur wenige besondere? Das ist unfair. Das hat der kleine Hund auch gesagt. Nun, offen gestanden bin ich neidisch auf dich. Echt? Warum das? Weil dein Leben gerettet werden kann, auch wenn du heute noch einmal stirbst. Ich kann dich mit meinen Geistertricks retten. Aber mich kann niemand retten. Oh. Diese Kräfte der Toten. Warum haben sie mich erwählt? Werde ich die Antwort darauf heute Nacht finden? Sissel, es tut mir so leid. Nun, jetzt kannst du tun, was du willst. Das heißt wohl Abschied nehmen, Frau Kommissarin. Werden wir uns je wiedersehen? Wenn du mich wiedersehen willst, musst du einfach sterben. Okay, verstanden. Ich mach nur Spaß! Ich sollte lieber in die Gegenwart zurückreisen. Oh, oh mein Gott. Das ging ja nochmal gut aus. Lynn ist dem Tod zum zweiten Mal entkommen. Aber noch ist sie nicht über den Berg. Ich sollte lieber nachschauen, wie es ihr geht. Gute Idee. Haben wir denn eine Möglichkeit dafür? Wo sind die Polizisten? Ich muss ja irgendwie hier... Hallo? Kann ich dich hier einnehmen? Oder... Ach so, du bist einfach nur eine Tasche. Okay, dann wieder zurück. Bringt mir nichts. Aber ich kann den Schirm aufklappen. Flupp! Also diese Technik wird auch irgendwie auch nie alt. Kann das? Jetzt mach doch. Und... Ja. Zurück. Und jetzt? Okay, gut zu wissen, dass mir das einen Scheißdreck bringt gerade. Obwohl, warte mal.
Ah, ich kann auch über das Telefon reißen. Ach, ich bin doch so ein Depp. Nee, das bringt nichts. Ah, aber hier. Nun, ich sollte dir wohl gratulieren. Du hast einen weiteren Tod verhindert. Aber ich bin bei meinen eigenen Rätseln noch keinen Schritt weiter gekommen. Vergiss nicht, diese Frau ist der Schlüssel. Du meinst Lynn? Sie wird wahrscheinlich immer noch im Büro des Vorstehers festgehalten. Wenn sie sich nicht frei bewegen kann, kann sie ihren Fall nicht lösen. Ich sollte zum Büro des Vorstehers gehen und nach ihr sehen. Das scheint mir eine gute Idee zu sein. Ja, dann tun wir das doch mal. Büro des Vorstehers. Und so kehre ich in das Büro zurück, in dem Lynn festgehalten wird. Ob sich nun ihre Geschichte ändert, da ihr Schicksal verändert ist? Vielleicht führt uns das alles in eine ganz neue Richtung. Jetzt, da Lynn wieder lebt, frage ich mich, was sie wohl macht. Sie sagte, sie arbeitet heute an einem wichtigen Fall. Hat er vielleicht etwas mit mir zu tun? Man weiß es nicht. Da hilft nur forschen. Und rumgeistern. Kapitel 5, 8.34 Uhr. Als Lynn ihr Leben zum zweiten Mal verlor, war sie eine Gefangene, unter Mordverdacht. Aber ich habe sie gerettet, in der Hoffnung, mein eigenes Rätsel zu lösen. Man kann auf zwei Arten leben. Man ergibt sich in seinem Schicksal oder man versucht es zu ändern. Lynn gehört definitiv zu den Menschen, die Letzteres tun. So wollte ich wieder im Büro des Schrottvorstehers bin. Schrottplatzvorstehers. Wird mir das besonders klar. Flupp! Idiot! Sie sollte die Verdächtige nicht aus den Augen lassen! Es tut mir leid, aber ich hätte nie gedacht, dass sie wegläuft. Lynn ist unser kleiner Engel. Ich meine, sie ist wie eine Schwester für uns. Engel oder Schwester, sie rennen alle, wenn sie es können. Haben sie eine Ahnung, vor wie vielen Jahren meine Frau weggerannt ist? Dude, so weit wollte ich jetzt die Diskussion nicht ausartern. Es tut mir so leid, ich hatte keine Ahnung. So schaffen sie es nie zum Kommissar. Und jetzt finden sie Lynn. Jawohl. Wenn Inspektor Cabanella davon erfährt, sind wir verliefert. Also ist unsere rothaarige Kommissarin entkommen, hm? Aber ich habe sie doch erst vor ein paar Minuten gerettet. Das war schnell. Ich sollte mich nach Hinweisen umsehen. Das wäre eine gute Idee. Aber erstmal das Notizbuch nochmal aufschlagen. Ich wollte einen Deal mit einem mysteriösen alten Mann schließen. Mit ihr zu. Wo ich Lynn gebeten haben, sich heute Abend am Schrottplatz mit mir zu treffen. Das ist neu. Kommissarin, die heute Abend an einem Fall arbeitete. Sie wurde wegen Mordverdacht an mir verhaftet. Sie sagt, sie kenne mich nicht. Das ist schade. Ah, hier! Ein Auftrag des alten Mannes hinter Lynn her war. Sein Name war einen Schritt voraus Tango. Er war der Rivale des kurzsichtigen Jigo, erfolgte Lynn zum Schrottplatz, wurde aber Opfer eines unglücklichen Unfalls. Ja, das ist wieder mein Verdienst. Sorry! Ah, der fröhliche Tenor. Mit höchster Wahrscheinlichkeit ist er der Küchenchef des Restaurants Hühnchenparadies.
ein typischer Polizist. Wahrscheinlich ein Polizist, der einen Mordfall untersucht. Es gibt so viele davon, dass ich sie nicht auseinanderhalten kann. Oh, du tust mir leid. Huch! Ein auf Hühnchen spezialisiertes Restaurant. Es heißt das Hühnchenparadies. Es gibt so viele Orte, wo ich einmal reinschneien möchte, ehrlich gesagt. Na, ich kann in jedes einmal reindingsen, oder? Na komm, die Zeit will ich mir dann doch nehmen.